Yay, wir sind wieder. ja, den sehe ich. Ich möchte aber mit ihm reden. Und zwar hat jede Gilde einen Meister, von dem könnt ihr eure Aufträge erhalten. Hier ist das jetzt der Typ. Get Quest. Ihr seid ein loyales Mitglied der Magiergilde oder Lehrling. Ich habe ein Gildengeschäft, das sehr wichtig ist. Und ich möchte, dass ihr es erledigt. Okay. Sehr gut. Das ist interessant. Ihr müsst die Quest annehmen, bevor ihr wisst, worum es geht. Deshalb sage ich, es ist durchaus möglich, dass ihr scheitert, wenn ihr zum Beispiel eine total schwere Quest bekommt. Sehr gut. Es gibt einen rebellierenden Magier, den ihr eliminieren sollt. Er heißt Balsam Greyman. Ein früherer Schüler von mir. Er versprach viel, aber ihm fehlt es an Loyalität zu den antiken Prinzipien der Gilde, die so wichtig sind, damit die Gilde weiter existiert. Wir wissen, dass er sich momentan in Belcastle befindet und dort irgendwelche Nachforschungen betreibt, die wir nicht erlauben. Die gefährlich sind und offenbar weiß er noch nicht mal, wie gefährlich das ist. Paraphrasiert, meine Freunde. Mir fehlen Worte. Ihr habt 10 Tage Zeit, um ihn zu töten. Okay, Belcastle. Wie wird das geschrieben? Bei Il Castle. Übrigens, wenn ihr mal vergesst, wie so eine Location heißt und all dies, wichtiger Hinweis an die Stelle auch noch, F5, standardmäßig, könnt ihr auch umlegen, und dann habt ihr hier dieses Log. Und da ist alles aufgeschrieben, tatsächlich. Das sind alle Informationen, die wir brauchen meistens. Der ist jetzt in Belcastle und da sollen wir hin. Dialog Notes habe ich euch in einem vorherigen Video schon gezeigt. Ihr könnt während einem Dialog einfach sagen, speicher mir das im Notebook, und dann taucht das hier auf. Anscheinend auch wirklich nur der Antwortsatz. Ich hätte mir zumindest gewünscht, dass auch die Frage auftaucht. Dieser Antwortsatz, den wir jetzt drin haben, ist total sinnfrei und wird uns niemals helfen. Hab ich alles Wichtige? Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Ihr solltet, bevor ihr in den Dungeon geht, immer prüfen, ob ihr alles dabei habt. Aber ich denke, ich werde alles dabei haben. Find Belcastle. Ist anscheinend ein... Belcastle. Ja, da wollen wir hin. Ich kann gar nicht so wirklich sagen, was das ist. Warte mal, wir haben für die Hauptquest 30 Tage Zeit. Wir haben hierfür... Wir brauchen nur einen Tag für diese Reise, dann ist ja alles super. So, ihr betretet Die Nächte hier sind so... Es gibt kein Spiel, wo ich in der Nacht mehr Angst habe. Aber ja, wir sind in Belcastle, was offenbar ein kleines Dorf ist. Und hier soll sich der Magier befinden irgendwo. Wo genau, das wissen wir nicht. Und es ist unsere Aufgabe, das in Erfahrung zu bringen. Interessanterweise befindet sich wohl nördlich von uns eine Gilde. Würde mich interessieren, was das für eine Gilde ist. Irgendein Orden eines Priesters. Aber da können wir sowieso nicht rein. Ich suche jetzt eher eine Gaststätte, die befindet sich westlich. Das Gebäude müsste es eigentlich sein. Nein, das nächste. Ich weiß, ich könnte auch aufs Pferd einsteigen, aber das hier geht jetzt mindestens genauso schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich beim Reisemenü das Pferd ausgewählt hatte oder ob wir jetzt irgendwie zu Fuß... Ihr seid schon ein bisschen Depri, alle. Kann das sein? Oh, Fremder, helft mir. Ich wollte nur ein Kleid für meine Tochter. In einer Farbe. Eine Farbe!
Guck mal, was sie hier gegeben haben. Blau und rot. Rot im Bereich der Titten. Nun denken alle Leute in der Stadt, meine Tochter hätte sozialistische Brüste. Und ich weiß nicht mehr weiter. Sie denken, die Brüste gehören allen. Aber das stimmt doch nicht. Das sind meine, denn ich bin pädophil. Das ist scheiße. Als ich angefangen habe von einem Vater, der über die Brüste seiner Tochter redet, hätte mir sofort klar sein sollen, dass ich sofort aufhören muss. Hilfe, ich bin schwarz. Habe ich das gerade wirklich? Leute, das war nicht rassistisch gemeint. Ich habe versucht, von einem schlimmen Thema abzulenken und dann direkt im nächsten. Jeder Schritt, den ich mache, führt mich zum weiteren Fettnäpfchen. Was soll diese Depri-Musik? Ist in diesem Let's Show nicht schon genug schief gelaufen? Nichts klappt in meinem Leben. Ja, wir sollten, glaube ich, einen Raum mieten. Aber alles, was ich kann, ist Edwina Carton sehen. Dialogmodus, ich hätte gerne einen Raum. Ich bin Dugelf und lass mich schlafen, Mann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, schnöde Welt. Rest for a while. While. Lass mich ein wenig schlafen. Einschlafen. Ertrinkend in meinen Tränen. Und schon wieder bin ich die ganze Nacht auf meinem Bett gelaufen. Sag mal, was ist das hier denn für ein Raum? Ihr wisst schon, das ist für ein Dorf vielleicht nicht so. Treppe. Yay. What the fuck? Nun, meine Freunde. Das ist vielleicht ein Detail, worauf ich noch gar nicht... Das kann man bringen, oder? Das kann man schon bringen. Das ist vielleicht ein Detail, auf das ich noch gar nicht eingegangen bin. Daggerfall hat Nacktheit. Ja, also... Sowohl männlich als auch weiblich und... Und... Sowohl oben als auch unten. Manchmal gehst du um eine Ecke und plötzlich stehst du an der Fleischtheke. So ist es im Leben. ja, genau. Es gibt Nacktheit im Spiel. Ja, wie gesagt, sowohl männlich als auch weiblich. Was sehr irritierend ist. Aber sicherlich wäre das im anderen Fall sexistisch. Aber ich wäre lieber sexistisch, als dauernd Schwänze zu sehen. Ja. Welch profane Ausdrucksweise. Wir sollten auf jeden Fall von der nackten Frau Abstand nehmen. Obwohl, wir können ja mal mit ihr reden. Hallo, du bist nackt. Was kann ich für euch tun, Fremder? Zeig mir mal eine ganz besondere Location. Was ist das denn? Ein lokaler Tempel. Benevolenz, genau. Kann man eigentlich? Fuck the what? Ja, wie gesagt, das ist. Das geht in beide Richtungen. Das mit der Nacktheit. Übrigens, wir könnten ja auch mal eine Rüstung anziehen. Habe ich bisher einfach ignoriert. Ich habe keine Ahnung, welche Teile besser sind. Es spielt für uns auch momentan keine Rolle. Aber, nackte Frau. Sagen Sie mal, ich suche tatsächlich eine Person unter diesem Baltan Greyman. Okay, sie weiß es nicht. Sie merkt sich ihre Kunden nicht. Ich bin zu weit weg. Jetzt stehe ich in dir drin. Ich kann immer noch nicht mit dir reden. Wie, du bist zu weit weg? Guck mal! Sag mir, wo er ist. Polite.
ask someone else. Warum? Jeder weiß es, du nicht. Komisch, ne? Du weißt es doch, oder? Oh, komm schon. Oh, du Scheißrassistin. Ja, sie will es keinem Dark Elf erzählen. Ja, du bist neu hier, aber du bist die blaubrüstige, rotbrüstige Tochter des Shopkeepers. Ey, komm. Komm, du weißt das doch. Was? Nein! Ich will einfach nur mit dir reden, Mann. Er weint immer noch wegen den Brüsten seiner Tochter. Oh, nordwestlich Yomhan Residence irgendwie. Nordwestlich. Alles klar. Nordwestlich. Nordwestlich. Das oben und rechts. Irgendeine Resistenz oben und rechts. Mindestens dort. Wir suchen immer noch den abtrünnigen Magier. Abtrünnig, das war ein Wort, das ich eben gesucht hatte. Gebt mir bitte Info-Mode. Residence. Ja, aber welche denn? Sag mir doch, welche es ist. Es könnte aber auch einfach dieses Gebäude sein. House for Sale. Oh, fuck. Ich möchte nicht unbedingt das Haus kaufen, aber vielleicht können wir uns hier darauf einigen, dass man sich darauf einigen könnte, dass man, also, das Möbel, ja, hallo? Alyssa Mastersmith. Alyssa Masturbate. Was hast du zu sagen? Ja, okay. Also, die Immobilienmaklerin gefällt mir. Aber ja, gut. Warum ist jede zweite Person nackt, die wir jetzt treffen? Ich meine, ich habe zwar geplant, im Let's Show mindestens eine nackte Person zu zeigen, um zu erklären, dass es Nacktheit gibt. Und es war ja jetzt mehr als eine. Die haben Residence, House for Sale. Ja, dann ist diese Residence auch wirklich die Residence, die wir gesucht hatten. Die Residence Evil sozusagen. Da. Alles klar. Wir können unseren Öffnungszauber probieren. Wir können aber auch was anderes tun. Wir können dagegen hauen. Denn in Daggerfall gibt es die Möglichkeit... Ne, es ist gar nicht die Residence, die wir suchen. Die ist anscheinend wirklich dort. Oder? Ja, das hier ist sie. In Daggerfall gibt es die Möglichkeit, Schlösser auch einfach einzuhauen. Wovon genau es abhängt, ob das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Aber es funktioniert und jeder bemerkt es. In einem Umkreis von 10 Milliarden... Nein, das wollte ich nicht. Nun, ich suche den Zauber, den Y, damit breche ich Zauber ab. Okay. Funktioniert aber jetzt nicht. Naja. Zauberpunkte umsonst rausgeworfen. Wir gehen ins Spellmenü, Open. Den suche ich noch nicht. Und die Tür ist offen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt jemand mitbekommen hat. Aber die Tür ist offen. Hier drin soll jetzt also dieser abtrünnige Magier sein. Und ich speichere, bevor wir ihn konfrontieren. Hey, eine Truhe. Ist die von Relevanz, oder? Können wir nicht öffnen. Wobei, ich habe ja auch nicht Grab-Mode. So, können wir immer noch nicht öffnen. Wo bist du, abtrünniger Marconia? Jetzt wäre Climbing sehr schön, wenn es mal funktionieren würde. Hallo. Also ich gehe stark davon aus, dass der Abtrünnige, den wir suchen... Kann ich die Türen eigentlich hier schließen? Ja. Dass der Abtrünnige, den wir suchen, da oben ist. Die Leiter will halt nur irgendwie nicht funktionieren. So. Hallo. Ich hole mir vielleicht... Ich töte dich vielleicht erst und dann hole ich mir dein Geld. Wie geht's? Also, Theo Duval Kinging hat einen weiteren seiner Lakaien geschickt, um mich auf die Knie zu zwingen. Die alte Frau,
die alten Frauen, die die Magiergilde betreiben, haben keinen Sinn für Abenteuer, nehmen kein Risiko in Kauf, trauen sich nichts und lernen nichts. Ich habe noch nie einen Finger gegen sie gehoben. Except to repudiate their... Was heißt repudiate? Ich weiß es nicht. Und doch, obwohl ich sie nie angegriffen habe irgendwie, einfach weil ich es ablehne, ihren Regeln zu folgen, würde die Magiergilde mich töten. Warum folgt ihr ihnen blind und tötet auf Kommando wie ein angeheuerter Assassine? Tretet mir bei und wir werden sie alle bekämpfen. Okay, das ist cool. Es ist cool, dass wir diese Quest bekommen haben, auch wenn es leider kein Dungeon ist. Kurzfassung, kriegt ihr, sobald ich wieder zurück bin. So Leute, hier bin ich wieder. Nur nochmal zur Zusammenfassung. Unser eigentlicher Auftrag der Magiergilde ist es, diesen Typen hier, einen abtrünnigen Magier, zu töten. Aber jetzt hat uns der abtrünnige Magier, nachdem wir auf ihn aufmerksam wurden, der hat uns darauf hingewiesen, hey, die Magiergilde will mich töten, einfach nur, weil ich nicht mich an ihre Regeln halte. Schon mal auf die Idee gekommen, dass es vielleicht irgendwie fies ist? Wenn ihr mal so drüber nachdenkt, ja, das ist fies. Leute zu töten einfach so, ist schon fies. Und jetzt haben wir praktisch die Möglichkeit, uns auf seine Seite zu schlagen oder ihn trotzdem zu töten. Einfach nur, um zu erfahren, was passiert. Aber einfach nur, um herauszufinden, was passiert. Es könnte nämlich auch sein, dass wir uns damit gerade Freunde machen, in anderen Gilden. Würde ich einfach mal sagen, ja. Ich werde dir helfen, die Magiergilde zu bekämpfen. Denn die wollen dich töten einfach so. Ist auch fair, oder? Ich finde außerdem, es ist interessanter, als einfach den Typen zu töten. Wunderbar. Erzählt Kinging einfach, dass ich nicht hier war, aber diesen Brief für ihn hinterlassen habe. Ich muss nun verschwinden, aber ich will euch so schnell wie möglich kontaktieren. Und wir werden ein schönes Abenteuer erleben. Tata! Alles klar. Er ist weg, wir können sein Geld holen. Und wir erzählen Kinging, Tinging oder wie, Tingling, wie auch immer sie heißt. Ja. Wir erzählen ihm jetzt, wir hätten den Auftrag erfolgreich erledigt. Das gibt's halt auch häufig in den Quests von Daggerfall, dass du immer die Möglichkeit hast, dich auf eine andere Seite zu schlagen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Oh nö. Nö. Ja, die Tore sind zu. Wir sind bei Nacht in Daggerfall angekommen. Und das bedeutet, die Tore sind zu. Oh fuck! Deshalb queste ich ungern in Daggerfall. Climbing Mode, ja. Würdest du dann auch klettern? Wir schaffen das nicht. Wir haben aber auch keinen Mana, um einen Zauber irgendwie zu machen. Wir könnten versuchen zu rasten, aber ich glaube, das dürfen wir gar nicht, weil wir zu nah an der Stadt sind. Was machen wir jetzt? Was weiß ich denn? Wir reisen irgendwo hin und reisen dann zurück. Aber es kostet uns wieder 2 Tage. Das ist ja doof. Na, was soll's. La 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 la. Meine Freunde, die Reise hat sich gelohnt. Denn im Hintergrund hören Sie meinen Lieblingstrack vom Daggerfall Soundtrack. Kommt auch in, heißt übrigens Swimming. Was keinen Sinn ergibt. Arena hatte diese kontextsensitive Musik. Immer wenn du geschwommen bist zum Beispiel, würde ein bestimmtes Lied abspielen. Und solche Dinge. Zurück zum Thema. Wir wollten ja eigentlich nach Daggerfall reisen, jetzt wieder zurück und hoffen, dass wir tagsüber auftauchen. Oh, diese Musik. Moment, was stand da?
Wir sind wie... Hi! Endlich! Endlich finde ich mal einen von euch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist einer der Geister, die Daggerfall angreifen. Und wir haben ihn getötet, haben jetzt noch ein HP übrig ungefähr. Ich hoffe mal, wir dürfen... Na, jetzt werde ich hier von der Polizei. What the fuck? Ja, komm, verhafte mich. Nee, dann bin ich ja mehrere Tage im Knast. Lol. Welcher dieser Saves ist... Verwirrend. Lock. Also, was habe ich hier als letztes gemacht? Ich habe 10 Tage. Und das da ist das Haus, das Richtige? Ist es das? Ja, wir stehen vor dem richtigen Haus. Okay, wir werden jetzt einfach wiederholen, was wir eben gemacht haben. Wir haben leider nicht gespeichert, das ist ein bisschen doof. Aber ja, open. Und dann wissen wir ja, dass hier eine Leiter ist und da müssen wir hochklettern daneben. Weil Leitern irgendwie komplizierter hochzuklettern sind als Wände. In Daggerfall. So, bla 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 bla. Bla. Blubblibub. 6 Gold. Schön. Und jetzt hat es momentan noch keine Konsequenzen, dass wir den am Leben gelassen haben. Aber irgendwann später entwickeln sich dann so, Konsequenzen. Reise. So. Daggerfall. Das passiert jetzt in der Hoffnung. Ach Gott. Muss das sein? Stirb! Stirb! Ja, und von diesen Geistern ist jetzt praktisch die Stadt Daggerfall voll. Daggerfall sozusagen. Aber hier draußen sind sie auch unterwegs. Das hinten war Grave. Das hier ist ein Ghost. Alles klar. Und die Tore sind natürlich zu. Sehr freundlich von euch, dass ihr die Tore abschließt. Ich suche gerade meinen Levitationszauber. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ja, Levitation, meine Freunde, Levitation. Ich habe keine Ahnung, wie lange der hält, aber es wird reichen, um über die Mauer zu kommen. Man kann übrigens auch auf den Mauern laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, runter, runter. Wir können uns, wenn wir levitieren, omnidirektional bewegen, anders als in Morrowind, wo das nur durch Rotation ging. Also wir können direkt sagen, ich will jetzt nach oben, ich will nach unten. So als wären wir ein Flugzeug, das einen Antrieb unten und oben hat, praktisch. Wie ein Helikopter. In Morrowind bewegst du dich ja eher durch die Luft wie ein Flugzeug, hier ist es wie ein Helikopter. Was ziemlich cool ist. Aber auch nicht so viele Vorteile bietet im Vergleich zu Morrowind. Um ehrlich zu sein, bevorzuge ich die Flugsteuerung aus Morrowind. Ist das euer Ernst? Könntet ihr mich bitte nie wieder zu Leitern führen? Denn ich habe es in aller Zeit, in der ich Daggerfall gespielt habe, zugegeben, das war nicht allzu lang, aber ich habe es nie geschafft zu verstehen, hallo, ich habe es nie geschafft zu verstehen, wie man Leitern hochklettert. Ich möchte einen Raum, ja, für eine Nacht, ja, 5 Goldstücke, until fully healed, ups. Wie viel Uhr ist es? 10 Uhr, genau, das ist super, die Magiergilde hat jetzt geöffnet. Was ich übrigens vorher hätte machen sollen, bevor wir die Quest begonnen haben, ist einfach so einen Anker setzen, direkt vor der Magiergilde. Oder auch in der Magiergilde. Aber das habe ich natürlich nicht getan, das wäre sinnvoll. Und stattdessen müssen wir jetzt leider zu Fuß bis dahin. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ich werde die Magiergilden-Quest so weit fortführen, oder versuchen sie so weit fortzuführen, in der Hoffnung, dass wir nicht unsere Hauptquest verpassen. Ich werde versuchen, sie so weit fortzuführen, dass wir in den ersten Dungeon kommen. Denn Dungeons, falls ich das noch nicht erwähnt habe, spielen doch tatsächlich eine große Rolle, wenn es darum geht, was in Daggerfall Spaß macht. Das sind vor allem die Dungeons. Wenn wir dann nach 5 Stunden den Dungeon erledigt haben, beginnen wir mit der Hauptquest. Genau. Nein, Süden!
Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich die Karte verlasse, bin ich anders gedreht, als ich vorher war. Ich war doch schon mal hier. Es ist doch im Süden. Ja, ich gehe auch Richtung Süden. Stirb, Luft. Ich liebe diesen Sound nicht. Ah ja, falls Daggerfall von der Grafik schon unterhalb eurer Schmerzgrenze liegt, könnt ihr mal auf YouTube nach Dagger XL suchen. Ich werde es mal verlinken, also die Suche danach, falls ihr zu faul zum Tippen seid. Ja. Und das ist ein interessantes Projekt, leider noch nicht fertig. Auch noch nicht in einem Zustand, wo man sagen kann, spielbar. Aber da versucht praktisch jemand Daggerfall auf eine 3D-Engine zu konvertieren, sag ich mal. Es sieht vielversprechend aus. Hallo! Nun, mein Freund. Dieser Verdammte! Ich bin sprachlos. Wir erzählen ihm ja jetzt, dass die Zielperson abgehauen wäre. Jetzt seht ihr, warum Baltham Greyman gestoppt werden muss. Um jeden Preis. Bevor er alles, wofür die Gilde steht, unterminiert. Es ist eine unglückliche Tatsache, dass ihr ihn verpasst habt, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir ihn bald wieder auffinden werden. So. Wir haben eine Formel Tunic bekommen als Dank. Oh, wow, 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 sage, die ist verzaubert. Und was macht sie? Powers Unknown. Ah. Ist es in Daggerfall auch so, dass wir erstmal jemanden suchen müssen, der uns sagt, was der magische Effekt ist? Weil, um ehrlich zu sein, verzaubertes Equipment ist länger her, dass ich gespielt habe. So, hallo. Get Quest. Bei Togias Bart. Wer auch immer Togia ist, aber er hat einen Bart. So viel wissen wir. Ja, er wollte irgendwelche Mumienteile benutzen für einen Trank, aber die sind wohl verfault. Okay, wir sollen eine Mumie töten anscheinend. Okay. Sehr, sehr gut, Gelehrter. Nein, nicht Gelehrter. Apprentice. Lehrling. Ich werde euch dafür als Belohnung 88 Gold geben. Das Grab dieser Mumie ist nicht sehr weit weg. Es sollte euch nicht länger... ihr habt 11 Tage Zeit, dorthin zu gehen, das Zeug zu holen und zurückzukehren. Vergesst nicht, sie muss fresh sein. Fresh. Sie muss eine freshe Mumie sein. Richtige Rapper-Mumie. Okay. Alabüvürsgau. Alab. Das reicht schon. Alab. Okay. Wir sollen in einen Dungeon, Leute. Der nicht allzu weit weg ist, laut seiner Beschreibung. Feind Alab. Nicht weit weg, ja klar. What the f... Okay, 2 Tage. Lass mich mal kurz nachdenken. Ja, das schaffen wir noch. Kostet 15 Gold. Wir haben 5800. Ihr erinnert euch, wir haben uns bei der Bank eine Menge geliehen. In einem Jahr werden die uns töten, aber Hauptsache, wir haben jetzt eine Menge Spaß. Sollen wir schon losreisen oder uns erstmal Equipment besorgen? Oh fuck, ja klar. Ich hab nen Heilzauber, oder? Hab ich nen Heilzauber? Ich habe Heal, ich habe Open, ich habe Levitate und ich habe Recall. Ja, ich habe alles, was man unbedingt haben sollte, wenn man zu einem Dungeon geht in Daggerfall. Daggerfall. Alab irgendwas, ja. Ja, ich reise dorthin. Ja, jetzt müssen wir den Dungeon suchen. Da hinten ist er. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, also Dungeons können von außen sehr viele unterschiedliche... Wow. Sehr viele unterschiedliche Aussehen haben. Das hier ist jetzt so generisches Höhle-Blub. Und da können wir rein.
Oh Leute, wir sind im Dungeon. Mir gefällt bereits der erste Raum nicht allzu gut. Und das ist der erste Dungeon, den wir machen in diesem Let's Show. Und dort sehen wir uns, Dungeon 1, dort sehen wir uns in der nächsten Folge von meinem Let's Show zu Daggerfall. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat bis zu dem Zeitpunkt. Es ging durchaus ein bisschen hin und her, sage ich mal. Aber irgendwie haben wir dann doch noch unseren Weg herumgefunden. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein erstes Erlebnis mit einem Dungeon in Daggerfall sah so ähnlich aus wie in Minecraft. In beiden Fällen habe ich mich hoffnungslos verlaufen und fand nicht mehr raus. Der Unterschied ist, in Minecraft kannst du dich dann einfach nach oben drehen und hochbuddeln. In Daggerfall geht das nicht wirklich. Also, neuer Safe. Keine Sorge, das passiert uns hier natürlich nicht. Wir sind dafür gewappnet. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich darauf, euch das nächste Mal zu sehen. Bis dahin, ciao. Dieser Endscreen. 5 Sekunden länger.